Technik im Laufen, dann darf ich euch zur ungewohnt früher Stunde nochmal ganz herzlich hier mal die Anstaltung begrüßen. Trainer, herzliche Gratulation. 4-0 Heimsieg, hättest sicher mit Handkuss genommen vor dem Spiel. Perfekte Rapid-Viertelstunde. Eine Analyse von dir zu diesem Spiel, bitte. Ja, was wir gewusst haben, das war ein Spiel heute, wo ich sage, das war es nicht gut begonnen, aber wo der Ritschi sehr gut gehalten hat, wo aber dann für das gesamte Spiel die letzte Chance verwarten, obwohl sie eigentlich das Spiel ganz gut bestritten haben. Wir selber haben dann das Tor gemacht, wo es uns ein bisschen Ruhe geben sollen. Und war dann ein Spiel, wo ich sage, beide Mannschaften haben versucht, aber trotzdem war es vielleicht jetzt nicht so, wie es ist. Aber das ist auch dem geschuldet, dass einfach sehr viel am Spiel steht, speziell auf unserer Seite. Und ich denke, zweite Halbzeit waren wir stabil in der Defensive. Und durch die Einwechslung, muss ich sagen, haben wir sie dann auf die absolute Siegerstraßen gebracht. Aber wir hatten vorher schon, glaube ich, 2-0 in Führung gekommen mit dem Gnasi. Und ich denke, war das erwartet, schweres Spiel, verdient gewonnen. Aber 3 Punkte und da kann man sich jetzt ein bisschen zurücklehnen. Und Mittwoch wird es ähnlich schweres Spiel werden. Kurze Nachfrage noch, bei dem Torverhältnis mit Abstand das zweitbeste Torverhältnis, außer es gibt da einen Kantersieg in Linz, damit für die Diskussion erledigt mit 2 Heimspiele ohne Tor. 56, ich kann es nicht einmal lesen, aber plus ja, 26. Ja, gut, das ist, mit dem muss man da leben, dass in Wahrheit, wenn man mal 3 Spiele nicht gewonnen hat, dass man dann irgendwas sehen will. Das Gute ist aber daran, dass eigentlich die Spieler sehr stabil sind, dass das Trainerteam sehr stabil ist und wir haben die richtige Antwort gegeben, haben gewusst, dass Wartens gut Fußball spielen kann und das ist wichtiger, dass wir wissen, was Sache ist. Alles klar. Danke, bitte, lieber Christian Hakel, das Mikrofon ist bei dir. Muss man, weil du auch die Szene ansprichst, ich glaube nicht, dass wahrscheinlich das Match schon verloren gegangen war, aber dass der Strebinger wirklich so entscheidende Sachen, wenn es geht in einem Match, geht es halt vielleicht wirklich nur um einen Ball und den hat er ganz toll gehalten. Und zweite Frage, ich meine, ist es für dich eine Bestätigung, dass der Demir wirklich der ideale Joker ist? Du hast ja, dass der wirklich ein Spiel dann irgendwie was einbringt, der Schick könnte man jetzt eigentlich auch sagen, der dafür Wind gemacht. Ritschi hält seit Wochen sehr gut, aber das ist für uns sehr wichtig, wenn du einen riesigen Rückhalt hast und den haben wir im Moment. Und was ich schon anfangs gesagt habe, das war die einzige Chance für Wartens, obwohl sie nicht einmal so schlecht im Spiel waren, aber wir haben wenig zulassen, muss ich schon der Mannschaft auch, der Verteidigung schon Lob aussprechen, weil sie einfach wenig zulassen haben, bis gar nichts. Und die andere Frage ist, natürlich war der Wechsel sehr gut für uns, dass der Jussi dann zweimal andruckt, dass der Schicke das ganz gut gemacht hat, war für uns sehr, sehr wichtig und hat aber jetzt mit dem nichts zu tun, weil ich glaube, es wird ewig da diskutiert und gesprochen. Wenn es anders gewesen war, hätten wir wieder eine andere Diskussion gehabt. Ich bin froh, dass der Jussi bei uns unter Vertrag ist, dass ich ihn habe und irgendwann muss der Letzte verstehen, dass ich froh bin, dass wir ihn haben. Alles klar. Bitte schön. Weitere Fragen, die Herren? Sekretär Dame? Bitte, Alex Huber, Kurier. Jetzt kann man es ja verraten, war das zweite Hälfte der Plan, dass ihr ein bisschen wart, was WSG macht, weil es hat so gewirkt, WSG ist nichts eingefallen, ihr seid hinten sehr stabil gestanden, aber es hat nicht so viele Offensivaktionen gegeben, bis eben dann diese 2-0. Hast du geglaubt, dass die vielleicht früher aufmachen, dass die riskieren? Das hast du da gesagt, sozusagen, wir nehmen nicht das Risiko, wir spielen in den Karten, was sie gerne haben, noch beigewinnen, dass sie schnell Vierer spielen, sondern dass man einfach mal sagt, schauen wir mal, was der Gegner anbietet. Wir schauen auf uns in erster Linie. Also nicht am Gegner, wir schauen am Gegner an, das ist ganz klar, aber in erster Linie wollen wir schon das Spiel kontrollieren und wir wollen schon, wir haben einige Bälle nicht gut genug gespielt, das muss ich schon sagen. Und natürlich denkt man sich draußen, was kann man verhindern, dass es besser wird oder dass man dann zu den Torraumsituationen kommen und das ist dann passiert. Aber es ist so, wir schauen auf Wartens, aber in erster Linie schauen wir auf unser Spiel und das können wir besser machen, aber andererseits, wir wissen ganz genau, dass Wartens da wenig zu verlieren gehabt hat in dem Spiel und wir sehr viel, weil in Wahrheit, weiß ich ganz genau, hätten wir nicht gewonnen, wäre eine wunderbare Diskussion wieder ins Laufen kommen und deshalb bin ich froh, dass die Mannschaft so stabil ist, dass sie dem entgegengewirkt haben. Bitte, gerne Nachfrage. Genau, Nachfrage noch für den Mittwoch. Ist der Maxi Hoffmann ein Fixausfall oder kann das sein, dass er sozusagen nur heute raus hat müssen und hat er vor dem Spiel zwar Wechsel gegeben?
Ist es auch ungefähr so, ohne jetzt natürlich ins Detail zu gehen, aber ist das auch ungefähr der Plan für das nächste Spiel in einer englischen Woche, dass du sagst, ein bisschen wechseln, nicht zu viel, aber wieder hat man gesehen von der Bank, die waren alle top motiviert, es ist ja was da momentan zum Rotieren, anders als vor einem Jahr. Ich kann es jetzt nicht sagen, naja, bin ja anderer Meinung, würde ich ganz ehrlich sagen, wir haben keinen Spieler dazu gekriegt, seit einem Jahr, aber das ist ja nur der Teil am Rande. Aber ich denke, ich vertraue meinen Spielern und ich bin mit dieser Mannschaft zufrieden. Ja, das muss man auch mal sagen. Sie machen es sehr, sehr gut. Aber ich kann jetzt nicht sagen, wie es jetzt für den, mit den einen oder anderen, was da rauskommen wird. Aber Maxi ist so, dass der zugemacht hat. Aber ich, vielleicht wird es jetzt bis Mittwoch besser, keine Ahnung. Und ich kann jetzt nicht sagen, was mit anderen Spielen ist. Und ich würde mir das wünschen, dass alle fit sind. Und dann hat man natürlich die Möglichkeit, dass man wieder rotiert, aber es ist sicher so, dass man nicht in 8 Rotationen haben, das ist ganz klar. Bitte Christian, Mikrofon kommt jetzt wieder. Klar, es ist noch Meisterschaft, man hat das große Ziel, Zweiter zu werden, das gilt einmal jetzt abzusichern, aber es fängt ja schon wieder am 14. Juni, glaube ich, das Training an. Inwieweit bist du schon diese ganzen ungewissen Sachen? Der Lubicic hat halt wieder gesagt, ja, er ist fix weg. Dann den ja hast du auch. Also es gibt so irrsinnig viele Ungewissheiten. Anders als den anderen Lubicic und den Grill sind fix. Wird da schon sehr intensiv gearbeitet? Ich bin jetzt einmal wir sind im Meisterschaftsmodus. Das wird für uns wichtiger sein. Also das glaube ich, diese Fragen, die stellen, war besser, wenn der Zogi da war, weil wir müssen auf uns jetzt schauen. Wir haben jetzt da noch einige Spiele vor uns und da müssen wir schon noch punkten, damit wir unser Ziel wieder erreichen. Und das wäre Platz 2 und das wäre eine wirklich Top-Leistung wieder, weil ich glaube, dass es bei uns weit schwieriger ist wie bei vielen anderen Mannschaften. Dankeschön. Bitte, Alex Cheater. Nur eine Frage zum Demir. Was fällt ihm eigentlich zum Stammspieler? Was ist das, was er noch braucht? Geht es da um Laufarbeit, Defensivarbeit? Ich weiß, was ihm fehlt, aber ich werde es jetzt noch nicht sagen. Ich bin froh, dass ich ihn habe. Das ist das Entscheidende. Ich weiß aber, was er sehr gut kann. Bitte, Rainer Bortenschlager noch. Mikro ist unterwegs. Dejan Lubicic hat sich entschieden, wo er nächste Saison spielt. Bist du auch froh darüber, dass es dann vielleicht, also Ruhe wird es entbringen, aber dass er für sich selber dann Ruhe hat, jetzt für die letzten Partien, dass die Entscheidung für ihn gefallen ist, ein Spieler beeinflusst das doch auch immer, wenn er selber zwischen mit Gedanken vielleicht auch woanders ist als am Platz. Also so gut kennen deren, dass er definitiv jetzt im Moment nicht bei einem anderen Club schon wäre. Und das ist genauso beim Robert, kann ich auch dafür sagen, dass der genauso denkt, auch wenn vielleicht der eine oder andere denken würde, er ist jetzt schon bei Rapid. Also da kenne die zwei Lubicic zu gut, dass sie so agieren würden. Ja. Und hat jetzt noch bei uns ein paar Spiele, die würde er definitiv gut bestreiten, alles andere würde seinem Naturell nicht entsprechen und deshalb werden wir noch schauen, dass wir da gemeinsam mit dem Team, dass wir da alle noch eine schöne Saison ausgelangt haben, aber es sind ist noch ein bisschen Arbeit dahinter. Rainer, damit beantwortet oder hast du ein bisschen anders gemeint? Die Frage habe ich. Nein, also wie war das? Ob du jetzt froh bist, dass der Dejan gesagt hat, er hat für sich eine Entscheidung gefällt und ob er dadurch. Nein, ich glaube, die Antwort war so, dass er alles für uns tun wird. Nicht? Also ich glaube jetzt nicht, dass er jetzt anders wird. Also bin froh, dass ich ihn habe, solange ich ihn habe. Die Geschichte mit Donnerstag, war das mit euch abgesprochen? Das ist ja gerade in so Corona-Zeiten, ist ja das oft immer heikel. Nochmal, wir müssen nicht immer irgendein Thema aufbringen. Ich glaube, ich habe es schon gesagt vor 2 Tagen und ich weiß nicht, warum ich immer da nachfragen muss. Ich glaube, ich bin nicht da, dass ich da vorher predigt auch noch einmal. Und wobei, wenn er ein Mess hat, hat er auch mehrere Messen. Aber ich glaube, ich habe da das Statement schon abgegeben und deshalb bleibt es bei ihm. Also ich bin froh, dass ich ihn deren habe und irgendein so ein Problem da raufbeschwören, da bin ich nicht dabei und der Club genauso wenig. Dankeschön. Das war zum Sonntag gewesen. Vielen Dank für Interesse und wir hören uns dann virtuell wieder am Dienstag. Dankeschön.